Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge zum Spiel Final Fantasy. Ja, wie ihr wahrscheinlich im Hintergrund so ein bisschen erkennen könnt, wir stehen jetzt vor der Gilde der Fischer und wir schauen mal rein und hören mal rein, was es in dieser Quest so gibt. Ich persönlich kenne sie nicht, ich habe nur das Gärtnern, also sprich die Gärtnergilde und die Pikenia-Gilde oder wie heißt, und die Jägergilde, glaube ich, hatte ich gemacht mit der Druidin. Das sind jetzt völlig neue Bereiche, die ich gar nicht kenne. Hallo, das hier ist Limsa Luminsas Fischergilde. Fischers Bodden. Hast du Interesse am Fischen? Eigentlich nicht, aber ich möchte alles erlernen. Bei uns können alle Abenteurer lernen, wie man mit einer Angelrute umgeht und wie man am besten Fischgründe entdeckt. Kurz gesagt, alles, was man wissen muss, um eine Meisterfischerin zu werden. Heißt das nicht Meisteranglerin? Hast du Lust, unserer Gilde beizutreten? Oh, das freut mich. Lass dir zuerst etwas über die Geschichte unserer Gilde erzählen. Die Entwicklung der Fischergilde ist eng mit der Gegend verbunden, in der wir uns befinden. Limsa Luminsa ist mit großartigen Fischgründen gesegnet. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Fischerei hier schon immer glanzvolle Perspektiven bot. Als das Geschäft dann nach einer Weile so richtig aufblühte und Fangmethoden wie Strandschleppnetze oder auch Grundschleppnetze eingeführt wurden, begannen die Fischer auch in stärkerem Maße damit, sich zu organisieren. Fischergruppen entstanden. Unsere Gilde ist heute der größte dieser Fischergruppen, in ganz Limsa Luminsa. Unsere Aktivitäten sind allerdings nicht nur auf das reine Fischen begrenzt. Wir verwalten Hafenanlagen und Fischereischiffe und regulieren die Marktpreise der Fische. Und zu guter Letzt bringen wir auch noch Abenteurerinnen wie dir bei, wie man fischt. Deine erste Lektion, die Auswahl der Waffen. Wir empfehlen zunächst einmal die Angelrute. Die großen Fischernetze kann man nicht alleine auswerfen und einholen. Dafür braucht man viele Helfer, die du als Neuling wahrscheinlich noch nicht hast. Natürlich steht es außer Frage, dass man mit Netzen mehr Fische fangen kann als mit einer Angel. Aber Gil im Überfluss zu besitzen ist nicht alles. Die Beziehung, die zwischen einer Rutenanglerin und dem Meer entsteht, kann man mit allem Gil der Welt nicht aufwiegen, glaub mir. Außerdem erfährt man nur mit der Angel, wie talentiert man wirklich ist. Netze auswerfen kann eigentlich jeder, der zwei Hände hat. Na, was denkst du? Willst du lernen, wie man mit einer Angel umgeht? Wenn du Interesse hast, stelle ich dich gern der Verantwortlichen unserer Gilde vor. Sag einfach Bescheid. Hallo, hast du die Entscheidung getroffen, dich uns anzuschließen? Ha, ich wusste es. Mein kleiner Vortrag hat dir Lust auf mehr gemacht, oder? Im Reden bin ich die Beste, das muss man mir lassen. Lass dich sofort der Verantwortlichen unserer Gilde vorstellen. Du musst wissen, in unserer Gilde ist derzeit viel los. Unser eigentlicher Gildenmeister Valago ist, wie soll ich sagen, im Moment nicht wie sonst ins Tagesgeschäft involviert. Sisipu hat seine Aufgabe bis auf Weiteres übernommen. Sie wird deine Ansprechpartnerin sein und ihre erste Aufgabe ist es, festzustellen, ob du für die Rolle als Fischerin geeignet bist. Sie steht da drüben am Becken. Sprich sie einfach an und stehe ihr Rede und Antwort. Becken? Achso, das hier drin. Okay. Ah, du willst also unserer Gilde beitreten? Deine Unterhaltung mit... Oh Gott. Molika... habe ich mitbekommen. Ich bin Sisipu. Freut mich, dich kennenzulernen. Wie du vielleicht bereits gehört hast, ist unser Gildenmeister eigentlich Valago. Leider kommt er seinen Aufgaben zurzeit, naja, nicht unbedingt in vollem Umfang nach. Ich erledige sie deshalb im Moment für ihn. Zuerst muss ich beurteilen, ob du überhaupt das Zeug dazu hast, Fischerin zu werden. Haha, keine Angst, so schlimm wird es nicht werden. Ich will nur sehen, ob du motiviert genug bist. Alles andere werden wir dir dann schon beibringen. Also, bist du motiviert genug? Aber klar. Sehr gute Antwort. Du gefällst mir jetzt schon. Herzlich willkommen in der Fischergilde. Deine Ausbildung wird keinenfalls einfach werden, lass dir das gesagt sein. Du stellst den Anspruch an dich selbst, dich zu einer Meisterfischerin zu machen. Ja, Patti, so bin ich es immer noch nicht. Du wirst also einige Strapazen in Kauf nehmen müssen. Zuerst brauchst du natürlich die richtige Ausrüstung. Hier, deine erste verschlissene Angelrute. Ich krieg immer nur das verschlissene Zeug. Ihr mögt mich alle nicht. Klangvoller Name, nicht wahr? Verschlissene Angelrute? Naja.
Eine Anfängerin wie dir sofort einen Spitzenangel in die Hand zu drücken, wäre allerdings unverantwortlich. Sie würde dich nur verwirren. Außerdem ist es leichter zu verkraften, wenn mir dir eine billige Angel aus der Hand rutscht, um auf Nimmerwiedersehen ins Meer zu verschwinden. Auf geht's, leg deine neue Angelrute an. Wollen wir doch mal sehen, ob sie dir steht. Sprich mich einfach wieder an, wenn du damit ausgerüstet bist. Okay, und das ist jetzt genau das, was ich meinte. Weil wir nämlich jetzt die Angelrute anlegen werden, da wieder nackt sein werden. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum man seine Sachen da nicht anbehalten darf. Alle Klassen ab Stufe... Ach, ja, doch, so langsam verstehe ich es jetzt. Weil wir natürlich mit Stufe 1 anfangen und wir können jetzt die Sachen, die wir jetzt alle angehabt haben, gar nicht anziehen. Haha. Okay, das ist Stufe 1. Das können wir anziehen. Das ist auch noch Stufe 1. Das ziehen wir auch an. Das ist alles drüber. Das ziehen wir an. Okay. Dann speichern wir das Ganze jetzt unter ein neues Set. Und dann seht ihr hier schon die Abkürzung für Fischer. Also sprich für die Fischergilde. Da ist auch der Fisch. Der ist eigentlich recht gut so zu merken. So, die Angel habe ich drin. Jetzt sprechen wir sie nochmal an. Bootskauf, man kann Boote kaufen. Okay. So. Ja, mit der Angelrute siehst du schon fast wie eine richtige Fischerin aus. Vor allen Dingen habe ich jetzt wieder hübsche Sachen an. Geh immer vorsichtig mit dir um. Wäre doch zu schade, wenn sie gerade in dem Moment zerbräche, wenn du deinen ersten Fang am Haken hast, oder? So, nun aber los. Zuerst lernst du natürlich das Einmaleins der Fischerei, das Rutenfischen. Deine erste Aufgabe wird es sein, 5 Limmische... Ich kann es gar nicht richtig lesen, Sardellen an Land zu ziehen. Es sind kleine Fische, die höchstens im Schwarm anzutreffen sind. Du findest sie höchstwahrscheinlich in der Galadionbucht hier in Limsaluminsa. Als Köder eignen sich Wattwürmer am besten. Oh, Köder brauche ich auch noch. Sie sind unproblematisch in ihrer Handhabung und machen das Fischen kinderleicht. Also genau das Richtige für dich. Außerdem kannst du sie einfach bei Händlern kaufen, wenn du keine mehr hast. So, begib dich zur Angelstelle, lege die Angel an und wähle den Köder aus. Aber ich habe doch gar keinen Köder, oder? Danach beginnst du das Fischen durch die Auswahl des Kommandos Angeln. Mhm. Sobald ein Fisch den Köder geschluckt hat, holst du ihn mit dem Kommando Anschlag die Leine wieder ein und ziehst ihn an Land. Okay. Drehst du dich nochmal um? Ich wollte eigentlich ein Bildchen... hallo? Warum darf ich mich jetzt nicht drehen? Hallo. Ja. Keine Ahnung. Sie möchte nicht. Nein, ich möchte keine Fischer... Oder muss ich ein Fischerboot kaufen? Ich weiß es jetzt nicht. Vergütung. Ich gehe mal einfach auf Annehmen. In letzter Zeit kämen mehr und mehr Fischer... Wieso kann ich das jetzt hier nicht mehr drehen? Was ist das für ein Mist? Mehr und mehr Fischer, die nach der 7. Katastrophe ihren Beruf aufgegeben haben, wieder auf das offene Meer zurück. Mache ich jetzt so einfach ein Bild. Das nervt mich jetzt. Aber dafür braucht man eben Fischerboote, nicht wahr? Deswegen möchte ich bei Naldik und Vimelli welche bestellen. Würdest du mal kurz bei der Plattner-Gilde auf den oberen Docks vorbeischauen und bei Hansa die Boote bestellen? Sie leitet die Schiffsbaugesellschaft. Ach so, ich dachte, ich krieg jetzt hier... Jetzt kann ich mich wieder drehen. Das ist doch scheiße. Ich dachte, ich krieg hier jetzt... Ein Boot, was ich mal kaufen kann. Na gut, dann kann ich es nicht kaufen. Ich schätze mal... Nee, das ist Fähranleger. Von wo soll ich jetzt angeln? Hier ist nämlich jetzt nichts gekennzeichnet. Da steht jetzt nur... ja. Da ist ein Fähranleger. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt irgendwas mitmachen kann. Ich gehe mal nach hier. Der angelt hier. Der steht einfach so im Wasser. Ja, keine Ahnung. Köder wählen. Nehmen wir den Köder. Angeln.
Okay. Ich denke mal, mit 3 ziehe ich den dann rein. Hey, ich habe überhaupt nichts gesehen dabei, aber ich habe was geangelt. Ja, cool. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber Hauptsache es hat funktioniert. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wo ich jetzt hin muss, um diese Sardellen zu kriegen. Wenn ich jetzt hier natürlich nur diese Flusskrebse da bekomme, dann wäre das natürlich blöd. Ach so, jetzt bin ich ja keine Hermetikerin. Jetzt habe ich ja gar keinen Karfunkel mehr bei mir. Das ist jetzt wieder was Neues. Okay. Ich brauche 5 limsische Sardellen. Bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt eine hier drin angel. Wer weiß, wie lange das dauert. Eieiei. Fingerkrebs wieder. Ja, der hätte so nicht gesagt, welchen Köder ich jetzt eigentlich nutzen soll, oder? Schau mal eben nach. Benutze Wattwürmer als Köder. Moment, Wattwürmer. Sind das jetzt Wattwürmer? Oh, jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Ah. Doch, das sind Wattwürmer. Okay. Also die Köder sind die richtigen, nur dass ich nicht die richtigen Viecher hier rauskriege. Ja. Also angeln können wir anscheinend überall, wo Wasser... Was war denn das gerade? Hallo? Angelst du mal weiter hier? Angeln können wir anscheinend überall, wo Wasser ist. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber es scheint echt lange zu dauern, bis man die limsischen Sardellen hier überhaupt bekommt. Ich habe keine Ahnung, ob es die jetzt überhaupt hier an der Stelle gibt oder ob die hier überhaupt nicht anbeißen. Ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt ist ja schon wieder was Neues gekommen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich angle jetzt hier an der Stelle endlos lange weiter. Okay, vielleicht wechsle ich die Stelle zwischendurch auch mal. Also wenn hier wirklich gar nichts kommt von diesen Sardellen. Und ja, dann... Ah! Yes, ich habe eine geangelt. Immerhin. Oh, ich bin schon Stufe 5. Das ist natürlich, das ist schon krass. Weil Stufe 5, da bekommen wir dann natürlich den nächsten Auftrag auch wieder von ihr. Alle 5 Stufen halt bei den Gilden. Ja, dann ist das natürlich perfekt. Dann kann ich hier weiter angeln und ich schalte euch dann wieder hinzu, wenn ich die 5 limsischen Sardellen gefangen habe. Bis gleich. So, perfekt. Ich habe gerade die 5. Sardelle gefangen. Uah, nein, ich wollte hier nicht runterspringen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier runterspringen kann, aber ich wollte es trotzdem nicht. Ich sehe auch da unten gerade was. Ah, das ist die Gilde der Schurken. Das hört sich ja cool an. Ja, super. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Sisipo. Bringen wir 5. Ja, das wissen wir doch alles. Habe ich doch hier. Wo habe ich die denn da? Hoho, limsische Sardellen. Frischer geht's kaum. Du hast zweifellos Potenzial. Weiter so. Oh, wie süß, wer ist das denn? Huch, Meister Vavalago, was machst du denn hier? Oh, ich habe mitbekommen, dass du einen Frischling damit beauftragst hast. Limsische Sardellen an Land zu ziehen. Ich wollte nur kurz vorbeischauen, um mir eine kleine Kostprobe davon zu genehmigen. Ein paar limsische Sardellen mit einem kleinen Schlückchen Rum haben noch niemanden geschadet. Dafür bist du hergekommen? Ich fasse es ja nicht. Wann hast du eigentlich das letzte Mal richtig gearbeitet? Ich hätte nichts dagegen, aber ich bin auch nicht derjenige, der sich dann aufregt, wenn die Geschäftsbücher wieder nicht stimmen. Ich habe richtig arbeiten gesagt. Ich hoffe, du lernst irgendwann den Unterschied, Meister.
Zurück zu dir, Gameplayerin. Du hast gelernt, wie man mit einer Angelrute umgeht. Das ist ein guter Anfang. Vergiss nie die Grundlagen deines Faches, egal wie gut du auch werden solltest. Es hilft dir nicht viel zu wissen, wie man die besten Fischgründe ausfindig macht oder wie man den besten Köder auswählt, wenn man vergessen hat, wie man die Angel schwingt. Fische hängen sich nicht aus reinem Respekt vor deinem Wissen an den Haken. Nicht? Wäre aber schön. Genau. Immer kräftig die Rute auswerfen. Wo du welche Fische fangen kannst, lernst du am besten durch die Übung macht den Meister Methode. Also genau wie bei Liebesangelegenheiten. Haha. Typisch. Der Meister hat mal wieder nur die Frauen im Kopf. Irgendwie habe ich das Gefühl, die beiden sind verheiratet. Ich hoffe, du lässt dich davon nicht abschrecken. Komm einfach wieder, wenn du mehr über die Fischerei lernen willst. Hat er jetzt gerade so ein Kotz-Symbol hier gemacht oder was? Du kannst von nun an Gildenaufträge der Fischer annehmen. Den nächsten Auftrag erhältst du, sobald du Stufe 5 erreicht hast. Ja, ich bin, glaube ich, jetzt Stufe 6 oder so geworden. Statte der Gilde dann wieder einen Besuch ab. Okay, die bringt uns überhaupt nichts. Gut, dann würde ich sagen, klicken wir das nochmal kurz an. Vielleicht können wir das ja in einer schieben. Ausgezeichnet, du riechst wirklich penetrant nach Fisch. Daran erkennt man, ob die Frischlinge viel geübt haben, wenn man sie eine Weile nicht gesehen hat. Gut gemacht, Gameplayerin. Nur, ich habe gar nicht mehr geübt seit dem letzten Mal, aber egal. Aller Übungen alleine macht noch lange keinen Meister. Das Fischen ist weitaus komplizierter. Fische sind schlauer, als man denkt. Sie wissen genau, was in den Köpfen der Fischer vorgeht. Ja, das ist mein voller Ernst. Du musst genau wissen, welcher Köder der richtige ist. Du musst den Fisch dazu verführen, anzubeißen. Du musst den Kampf zwischen ihm und dir so ernst nehmen, als hinge dein Leben davon ab. Nehmen wir zum Beispiel den Hafenhering. Wenn du diesen Fisch mit Wattwürmern fangen willst, springt er aus dem Wasser und lacht dich aus. Jetzt habe ich Kopfkino. Du kennst doch bestimmt fliegende Fische, oder? Dann kennst du jetzt auch den Grund dafür, warum sie das tun. Jetzt habe ich richtig Kopfkino. Wie auch immer, als Köder sind in diesem Fall Pillendreher am geeignetsten. Okay, das schreibe ich mir mal eben auf. Pillendreher. Jetzt habe ich aber schon vergessen, wie der Fisch hieß, den man damit... Hafenheringe, genau. Das schreibe, weil ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt in der Übersicht sieht oder ob man das jetzt... nicht sieht, deswegen schreibe ich mir das lieber auf, falls ich das dann nachher doch nirgendwo mehr finden kann. Aber ich denke mal, wir kriegen auch was fürs Bestarium oder so, oder? Als Fanggrund würde ich dir Limsa Luminsa empfehlen. Achso, probier es einfach aus und fische 3 Hafenheringe für mich. Achso, außerdem ist es auch nicht ratsam, mehrere Stunden an derselben Stelle zu angeln. Das habe ich jetzt nicht festgestellt, weil ich habe da nämlich dann endlich die... Was habe ich gerade gefangen? Irgendwas mit S, glaube ich. Die Fische werden nach einer bestimmten Zeit vorsichtiger und beißen nicht mehr so wie am Anfang. Okay. Neben mir steht jetzt noch einer. Ich glaube, der könnte mir jetzt was dazu erzählen oder möchte mit dir eine interessante Neuigkeit teilen. Ja, okay. Hallo, du bist doch Gameplayerin, nicht wahr? Wie läuft es mit der Fischerei? Als Neuzugang in der Gilde bist du sicher noch ganz heiß drauf, möglichst viele neue Fische zu fangen. Da habe ich einen guten Tipp für dich. Die Fischergilde hat ein großes Fischerschiff in Betrieb genommen, auf dem die Fischer weit aufs Meer hinausfahren können, um dort zu fischen. Okay. Das Fischerschiff legt vom Fähranleger hier in Limsa Luminsa aus ab. Du weißt schon, in der Nähe der Hermetikergilde. Melde dich beim Captain Fuerzagül, wenn du mitfahren möchtest. Okay, also ich würde mal sagen, dass das war gar nicht das hier. Okay, das sind jetzt 2 verschiedene Quests. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt so die Folgequest dazu. Hier draußen ist es wesentlich leiser. Aber wie immer habe ich hier jetzt nichts, wo ich jetzt hingehen soll, um zu angeln. Jetzt weiß ich allerdings gerade nicht. Moment, Köder. Da habe ich jetzt nur die Wattwürmer. Wo kann ich denn jetzt... das ist die Rezeption. Wo kann ich denn jetzt neue kaufen? Doch nicht an der Rezeption, oder?
Der Reichtum des Meeres scheint grenzenlos, aber in Wirklichkeit muss man gut aufpassen, zu welcher Jahreszeit man wie viele Fische fängt, um den Bestand nicht zu gefährden. Das ist die Aufgabe von uns Fischern. Ja, das bringt mich jetzt nicht so wirklich weiter. Sie hat mir gerade noch gesagt, wo ich die Moment, Hafenheringe bringen? Ja, zu ihr, okay. Liefere danach deinen Fang ab. Die Pillendreher kannst du beim Werkzeugmacher auf der westlichen Handelsstraße erwerben. Was? Wieso beim Werkzeugmacher? Das ist ja total bescheuert. Westliche Handelsstraße, die ist hier oben. Dann schaue ich mal, ob ich da den richtigen finde und schalte euch dann gleich wieder hinzu. So, ich habe, glaube ich, gerade... Genau, Werkzeuge. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich... Werkzeuge Sammler, Werkzeuge Handwerker. Ja, was bin ich denn jetzt? Ich bin gar nichts von beiden. Waren. okay, wie hießen die Dinger jetzt? Pillendreher, ne? Genau. Pillendreher. Ein Pillendreher für 10 Gilden. Ich wollte eigentlich ein paar mehr fangen. Wie viel musste ich jetzt für den holen? 3 Stück. Ja. Ach so, dann zeigt er mir den Preis insgesamt an. Okay. Dann nehmen wir mal 10 Stück. Keine Ahnung. Ich hoffe, das reicht. Wahrscheinlich reicht es nicht. Ich nehme einfach 20 Stück, damit wir auf jeden Fall genug dabei haben. So, ich meine, 40 Gil ist ja jetzt nicht so... So, das machen wir jetzt. So, und dann, ja, weiß ich nicht so genau. Ich denke mal, dass ich dann hier unten zu den Docks besser nochmal gehen sollte und dann da nochmal versuchen sollte, einen Fisch zu fangen. Zumal das ja jetzt auch die Strecke ist, ja, wo ich überhaupt angeln kann. Also wenn ich jetzt hier oben rumlaufe, dann laufe ich gerade übrigens falsch rum. Fällt mir gerade auf. Wenn ich jetzt hier oben rumlaufe, dann kann ich ja nicht angeln. Das heißt, ich muss irgendwo unten einen Platz finden, wo ich dann wirklich angeln kann. Ich weiß gar nicht. Von hier aus, denke ich mal, werde ich nicht angeln können. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt zwangsläufig mit dem Schiff rausfahren muss, um zu angeln. Also hier rechts steht jetzt zum Beispiel wieder einer, der am Angeln ist. Hier oben saß ja jetzt zum Beispiel auch vorhin einer, also ein NPC. Wohl auch ein Gildenmeister, der hier am Angeln ist. Also gehe ich mal davon aus, dass man hier wohl auch gut angeln kann. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche es jetzt einfach mal. Und ich schneide das dann gleich raus. Und euch dann entsprechend hinzu, falls ich hier diese Hafenheringe bekommen habe, geangelt habe. Beziehungsweise, wenn ja, wenn ich denn alle von ihnen habe. Schauen wir mal, der erste Fang wird wahrscheinlich nicht der richtige sein. Nee, natürlich nicht. Okay, ich versuche es auf jeden Fall weiter und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir haben es geschafft. Wir haben gerade den dritten Hering. Mach, beweg dich. Den dritten Hering gefangen. Allerdings nicht da oben auf dem Steg, wo ich vorhin gewesen bin, sondern hier unten an der Ecke. Da haben die ersten zwei Heringe angebissen und ja, dann war mein Vorrat leider aufgebraucht. Ich habe nochmal 20 neue Köder geholt und jetzt beim fünften Versuch von den neuen Ködern, also sprich insgesamt 25 habe ich gebraucht. Wo laufe ich denn jetzt hin? Und habe jetzt die drei Hafenheringe bekommen. Hast du die drei Hafenheringe gefangen? Wenn du dein Glück in den Fanggründen Limsa Luminsas versuchst und Pillendreher als Köder benutzt, solltest du keine Probleme haben. Ja, ich sollte das nicht immer vorlesen, weil ich immer denke, dass das dann... Ja. Sehr gute Arbeit, Gameplayerin. Wusstest du übrigens, dass die Fische, die du gerade gefangen hast, meist in Salz eingelegt und auf dem Speiseplan von vielen Seemännern stehen? Du hast alles gegeben und bist siegreich heimgekehrt. Dein Ehrgeiz erinnert mich an die gute alte Zeit. Ich hatte damals so manchen legendären Kampf gegen sagenumwogene Fische. Das ist irgendwie seltsam, dass der immer nur dann auftaucht, sobald ich mit Fischen ankomme. Ah, wo kommst du denn schon wieder her? Ist das eine Art, seinen Gildenmeister zu begrüßen? Wenn du entsprechend begrüßt werden willst, musst du auch so arbeiten wie ein richtiger Gildenmeister. Ohne Fleiß kein Preis.
Aber Sisipu, geht man so mit einem alten Mann um? Als ich jung war und die sieben Meere bereist habe, habe ich mehr Fische gefangen, als du in deinem ganzen Leben gesehen hast. Was willst du denn noch von mir? Soll ich einfach so weiter schuften, als wäre ich noch ein Jungspund? Naja, wenn du jetzt einfach alles schleifen lässt, verschwendest du deine ganzen Erfahrungen, anstatt sie an jüngere Fischer weiterzugeben. Was macht der denn? Gameplayerin, pass gut auf. An seinem Verhalten darfst du dir kein Beispiel nehmen. Nein, ich darf nicht tanzen. Der Fisch will ernst genommen werden. Vergiss das nie. Ich hoffe, du hast das verstanden. Denk daran, dein Fischer-Notizbuch so oft du kannst zu benutzen. Habe ich doch eins. Wenn du am Anfang den Inhalt des Notizbuches nicht verstehen solltest, ist das kein Problem. Das Verständnis kommt mit der Erfahrung. So, damit endet deine heutige Lehrstunde. Gib weiterhin dein Bestes und verbessere dein Können so gut du kannst. Ich werde inzwischen einen weiteren Auftrag für dich vorbereiten. Aufzeichnungen findest du im Fischereien-Notizbuch unter Rekorde. Findest du im Fischverzeichnis. Okay, muss ich hier wieder? Ja, ich muss. Oh, nee, ich hasse diese Hosen. Arbeitshandschuhe sind genauso schlimm. Ja gut, die Hosen bringen mir auch nichts. Ich nehme sie mal mit, aber ob ich sie anziehe, weiß ich nicht. Die sehen ja schrecklich aus. Du kannst nun den nächsten Klassen- bzw. Jobantrag annehmen. Was ich aber nicht machen werde, weil wir hier gleich erstmal einen kleinen Cut machen. Aber ich möchte mal kurz bei den Notizbüchern gucken. Ach, mit Komma rufe ich das aus. Und ich hatte vorhin mal, beziehungsweise mit Steuerung Komma oder mit Komma. Moment, was ist denn jetzt was? Komma ist untere Decks. Achso, welche ich da gefunden habe. Kann ich denn auch... Noch nicht entdeckt. Ja, schade. Also der nimmt wirklich nur die an, die man schon entdeckt hat. So, dass man die dann später auch nochmal entdecken kann. So wie es aussieht, ist es wohl egal, wo man steht. Weil da steht jetzt nur untere Decks. Und zwei davon habe ich noch nicht gefunden. So, und diese Steuerung, das ist das hier. Achso, das ist mein Fischerverzeichnis, wo dann alle Fische, die ich gefunden habe, aufgezeichnet werden. Ja, das ist ja cool. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass wir dann hier einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Da werde ich dann aber noch nicht die nächste Quest annehmen von den Fischerleuten, sondern werde mal bei den Schurken vorbeischauen, um mal zu gucken, was sie denn für Aufträge haben. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich die weiteren Aufträge von den Gilden überhaupt aufnehmen werde, muss ich mal schauen. Die sind ja, denke ich mal, immer ein bisschen anders. Aber die von den Schurken und wenn ich halt eben neue Gilden besuche, die werde ich definitiv mit aufnehmen, damit man das auch mal ansehen kann. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.